Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Harvey. Ja, im letzten Part haben wir ja angefangen mit diesem, hier mit dem alten Herrn die Konversation weiterzuführen. Oh, hier ist irgendwas Radioaktives drin, ne? Ja, und wir machen jetzt natürlich, wie versprochen, weiter. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Ah, okay, die drei E. Was ist, Täubchen? Ach, Hast ich du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E, Ah, das hat er uns es doch alles erinnert schon mich, das dritte, erzählt. um mich zu erinnern. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. Vier, um genau zu sein. Alles klar, Notizblock. Ich merke schon, jetzt kommen hier die Rätsel raus. Vielleicht sollte ich mal mitschreiben oder so. Ich hole gerade nur so einen Block, ne? Aber es geht sofort weiter, damit ich hier auch mitschreiben kann. Und ein Stift, der funktioniert, weil ich nehme einfach einen Bleistift, der kann ja nicht leer sein. So, auf Wie geht's. jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Aha. Gut, ich schreibe mir jetzt auf. Äpfel, niemals traurig und Stärke. Heroische Taten Aha. konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut im Bauch, keine große Stärke. Wut, keine Stärke. Oh Gott. Das ist sowas wie dieses. Kennt ihr dieses Rätsel mit diesen Häusern, wo man dann zuordnen muss, ob da ein Deutscher oder ein Norweger oder so drin wohnt und was der dann am liebsten trinkt und was der liest und was der für Zigaretten raucht und was der für ein Haustier hat und so? Kokosnüsse Ja. bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Das war der Tipp. Alles klar. Und der An vierte? diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Nicht wütend. Trau. Das muss ich mir jetzt nochmal anhören, Leute. Für dieses Rätsel werden wir ein An bisschen diesem brauchen. einen Wütend speziellen über Tag, Banane. an dem ich den Tempelrittern half, Apfel. war ich weder fröhlich Nicht über einen Apfel noch wütend fröhlich. über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay. Nicht fröhlich. Was setzt denn nicht fröhlich? An die ich Ja. war aber auch. Oh, fröhlich, alles klar. Notizblock. Ach, hat er das jetzt mitgeschrieben? Notizblock? Hallo. Öffne das Notizbuch, bitte. Kann ich es jetzt öffnen? Alles klar. Ach, ja, hier sind nochmal diese drei Tipps. Achso, den vierten Tipp brauchen wir noch gar nicht. Alles klar. Das hier sind wahrscheinlich diese Äpfel. Das ist fröhlich, traurig, wütend, Mitte ist wütend. Was ist das hier? Oh, was steht denn hier von den Tieren für was?
Das weiß ich gar nicht. Aber hat Birgit uns das nicht mal erzählt gehabt? Aber wir können ja schon mal ein bisschen was ausfüllen. Mit Äpfeln war ich zum Beispiel niemals traurig. Also machen wir hier schon mal nicht. Oh, ah, das kann man auswählen, alles klar. Niemals traurig, sondern Stärke. Was auch immer hier Stärke ist. Kokosnuss nicht schläfrig. Ist der Bär schläfrig? Ich weiß es nicht. Oh. Ja, dafür müsste man jetzt wissen, was hier was. Hä? Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte zurück. Jetzt füllt er das für mich aus. Nein. Das hilft mir aber gar nicht weiter. Hat es jetzt echt für mich ausgefüllt? Na toll. Ja, gut. Ne. Ich wollte eigentlich selber rausfinden, was jetzt was ist. Toll. Sie verhalfen. Da sind man Äpfel fröhlich. Und dann Stärke. Stärke ist dieses Tier hier. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Bär oder so. Das sieht aus wie ein Igel oder ein Stachelschwein. Und das ist wahrscheinlich der Heldenmut, dann die Stärke und das ist wahrscheinlich irgendwie Schläfrigkeit. Und bei Kokosnüssen hat man dann keine Schläfrigkeit. Oder so. Ah ja, jetzt haben wir Tipp 4. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich habe auch nicht traurig über eine Banane. Oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Das verstehe ich alles gar nicht. Wieso sind hier diese Tiere zweimal? Das verstehe ich nämlich auch nicht ganz. Oder kann man daraus auch Parallelen ziehen? Wenn er jetzt nicht fröhlich ist über einen Apfel ist über einen Apfel. Dann, ich zeige gerade hier auf so meinem Bildschirm rum. Das bringt aber ja. Ah, ich habe ja hier auch nur meine Maus, ne? Dann fällt das hier schon mal weg. Das heißt, man ist hier dann. Oder wütend über eine Banane hat man hier auch nicht. Aber auch nicht traurig über eine Banane. Das heißt, er war fröhlich über eine Banane. Aber nicht fröhlich wegen der Kokosnuss. Das heißt, er war wütend über einen Apfel. Oh Gott, das ist mir viel zu hoch jetzt gerade. Ja, wir haben doch auch nur das Meerschweinchen. Und die Früchte. Und wo kriegen wir denn diese komischen Masken oder die Tiere da her? Falls wir es Vitrine. Ich glaube, wir geben Birgit jetzt einfach mal das Meerschweinchen aus Rache, weil sie Was nicht soll so das gemein sein? ist. Ein Tiermotiv? Aha, Natürlich. so sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Ach, Leute, ne? Jetzt weiß ich auch, wofür wir den Lilly fand die Königspilz Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt Das ganz Arme. groß rauskommen. Als Tiermodell. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Leute, Lilly guck mal, versuchte was da immer, hinten im sich ein Regal steht, Beispiel an ne? ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Gut, wir gehen gleich wieder rein. Erstmal gucken, hat sie jetzt das Adlermodell mitgenommen? Nee, ne? Gut, dann gehen wir mal gucken. Aha, das ist ja echt süß, ne? Das können wir ja dann der Oberen bringen. Haben wir wenigstens was zu tun und das mit dem Opa lesen wir dann später. Weil wir hier ja auch noch gar nicht rankommen an diesen Kram, da können wir das gar nicht lesen.
ich hätte es mir vielleicht einmal angucken können, aber das kann man auch im Inventar. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Jo, schön. Dann können wir ja jetzt in die Kantine gehen und der Oberin das Banner bringen. Bitteschön. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber das ist so niedlich. Was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Ja, ne? Birgit hätte sich mehr Mühe geben sollen. Dieses Banner war eine Schande. Weg damit! Eben hieß es noch, dieses Banner war eine Pracht. Hier fehlt und auch ein schlecht. So. Hier können wir doch gar nichts mehr machen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Gucken wir mal, wie jetzt die Oberin, was jetzt mit Birgit passiert, ne? Die weint. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deiner ganzen Auszeichnung, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papadapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Ach, die Arme. Ne? Die Tiermotive waren für Lili. Die Ober, aber selbst... Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Christli-Bär-Modell. Die Tiermotive waren für Lili. Die Ober, aber selbst... Ja, nimm es einfach mit. Raufaserleinwand. Oh, Hirschmodell und Stahlschwein. Nehmen wir alle mit. So. Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Ach, das ist doch gemein. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Oh, das ist ja mal echt genial. Ja, uns fehlt aber immer noch was, ne? Ach, wir können jetzt hier gar nicht mehr in diese Wartungsklappe, solange der Typ davor steht. Ist ja auch geil. Ja, ich will nochmal mit ihm reden. Der ist so nett. Du wirkst so... Ist Ach so. Ich mach... Das kennen wir ja schon. Wo ist denn überhaupt Shawnee? Der treibt sich bestimmt irgendwo draußen rum. Ein Schlafsaal brauchen wir erstmal nicht. Ach, wir haben so viele Sachen, die wir jetzt noch lösen müssen. Viele Rätsel. Habe ich noch gar keine. Ja, hier liegt noch Mr. Freeman. Hallo, Shawnee. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Ach doch, das ist doch fair. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Ja, wie sie sich verarschen. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly.
Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tapf genug, um hier irgendwas zu fordern. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Wie schlimm. Tough oder gemein. Ja, das war gemein. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Tja, schade, ne? Guck mal, das Feuerzeug, wir kommen wahrscheinlich auch nicht ran. Wir müssen doch auch noch mal nach dem Ofen gucken. Hat mir so eingefallen, weil hier im Hintergrund der Keller zu sehen war. Guten Tag. Hallo Ofen. War der nicht mal offen? Ich dachte, den hätten wir offen gelassen. Hm, naja. Machen wir ihn eben wieder auf. WTF? Was macht der denn da drin? Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder. Der Ofen war ja auch aus. Das sollten wir ihn mal anmachen, ne? Memphis. Kein Wunder. Ja, bla. Schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ja, ich hab ja gesagt, er wird ein Schisser. Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Ja, hab ich doch schon, aber funktioniert nicht. Lalalala. Der Untergang ist nah. Was? Lalalala. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Apokalypse now. Apokalypse now. Lalalala. Der Untergang ist nah. Oh, schade. Ich dachte, da kommen jetzt noch mehr lustige Dinge. Apokalypse now. Ja, bin ich auch für. Können wir dem irgendwas da lassen? Ne, wahrscheinlich nicht. Gut, was ist das denn hier? Ein Gesicht auf der Cornflakes-Packung oder so? Sieht aus wie ein Gesicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es gar keins. Ja, ich würde sagen, wir machen hier wieder mal wieder eine kleine Pause. Oh, das ist hier so ein Rubik-Cube-Dingens da. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Die mit den verschiedenen Farben, wo man die so drehen muss, habe ich nie geschafft. Egal, aber ich wollte jetzt auch nur sagen, dass wir hier eine Pause machen. Und im nächsten Part machen wir weiter und schauen mal, wie wir Memphis hier rauskriegen. Denn ich denke mal, wir müssen den hier irgendwie rausholen. Dass er uns vielleicht mit Shawnee hilft oder so. Ja, aber ich denke, das wird schwierig, weil der ja so ein Schisser ist. Egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Lilly ist ja tough, haben wir ja heute gelernt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part Harvest in den Augen wieder. Bis dann.